Willkommen zurück zu einer weiteren unfassbar guten Folge Track-to-Yomi. Wir spielen auf der PlayStation 5 das Gameplay auf Deutsch. Ich bin euer Dennis aka IDK Gaming for You und wir haben gerade Ninjas-Banditen aus zwei der Dörfer, die von denen angegriffen wurden, vertrieben bzw. alle abgemorxelt und wurden am Ende selbst vom Anführer getötet, dem Dude, dem ich als Kind die fucking Nase abgeschnitten habe. Das ist also wahrscheinlich sein Rachefeldzug und wir folgen gerade unserer Frau hier in den Wald. Das heißt, es wird spannend. Mal gucken, wir sind ihr die ganze Zeit schon hinterhergelaufen. Bleibt auf jeden Fall dran, die alte Aiko, die will einfach nicht. Die will einfach nicht bei uns bleiben, läuft vor uns weg. Und was Aiko mich freuen würde, wäre... Ah, da ist er schon. Was mich freuen würde, wäre, wenn du mir ein Like, einen Kommentar, ein Abo da lässt. Ah, diese Animationen sind so schön. Sind so gut gemacht. Und ja, wir spielen das Spiel auf Deutsch, aber es ist original vertont in Japanisch. Ne? Also. Richtig geil. Für mich persönlich, weil ich auch alle meine Animes eben auf Japanisch gucke. Für euch, ja, tut mir leid. Ich finde, es bringt allerdings eine richtig gute Stimmung zu dem Spiel. Alter, das ist das Land der Verderbnis vom Pesthauch verzerrt. Heidenei. Und dann seht ihr schon, die verbrennen hier die ganzen Leute und so. Die sind schon eingesperrt hier. Alle verpestet. Alter, bevor ich da oben lang gehe, gehe ich hier nochmal schnell lang. Da gibt es nämlich noch Loot. Zack. Drei Kunai. Drei Pfeile haben wir. Ich fange immer erstmal mit den Kunai an. Außer es ist ein dicker Gegner, dann wechsle ich sofort. Alter. Ah, wie cool, dass ich hier noch außen rum kann. Noch mehr Kunai. Kunai ist voll. Und hier vorne haben wir da noch was. Sammelgegenstand. Tippitoppi. Und mich würde vor allen Dingen interessieren, wie findet ihr das Spiel? Seid ihr auch so gehypt wie ich gerade oder sagt ihr, ah, voll schade. What the fuck? Jetzt müssen wir gegen den kämpfen, gegen den Pest-Dude. Ein Verwünschter. Zack, zack. Der kann schon viel aus. Was, was? Köcherkapazität erhöht. Okay. Boah, da sind mehrere. Ich habe auch Kuna geworfen. Aber die Huren, die sind ganz schön stark. Da, mit Feuer sogar, der Bastard. Diese Pestilenz zerfrisst ihren Geist. Ja, wir als Samurai und unser Geist ist natürlich unüberwindbar. Motherfucker! Aufgespießt. Da oben gibt es wieder Leben für uns. Also immer hier bei den Schreinen kann man Leben natzen. Zack, hier gibt es noch ein paar Kunai, tippitoppi. Und ich glaube, ich wechsle mal aber trotzdem auf Pfeil und Bogen jetzt hier. Ja, zack. Pfeile sind voll. Aiko, warte! Matsuno-ja! Und zack, alle drei genatzt mit Pfeil und Bogen. Ja, der Bogen ist schon ziemlich OP. Das muss ich schon sagen. Alter, wer bist du denn? Noch ein Samurai? Ich
Alter, dann glaube ich, ich bin einer der Dämonen. Idiot. Dann muss er halt sterben. Alter, krass. Und wir haben unsere Pfeil und Bogen aufgebraucht. Zack! Und die sterben nicht sofort, ne? Wenn man sie trifft. Die schlagen auch immer weiter. Also man muss echt ein bisschen aufpassen. Seht ihr, die schlagen trotzdem zu, obwohl ich ihn getroffen habe. Motherfucker. Alter. Krasse Scheiße. Die haben mich 2/3 meines Lebens gekostet. Holla, die Waldfee. Zum Glück gibt es hier gleich wieder einen Schrein. Also gegen die Untoten hilft tatsächlich relativ gut Pfeil und Bogen. Ah, können wir hier noch lang? Können wir. Nice! Was haben wir denn da alles Schönes, Feines gefunden? Die andere Seite. Ah, Moment, da liegt noch mehr. Seht ihr, das glänzt dann immer so. Okay, ah, das waren nur Spiegelungen. Upsi, pupsi. 3 Pfeile haben wir gefunden. Top. So. Direkt geplättet. So. Direkt geplättet. Also Pfeil und Bogen machen richtig Spaß. Nice. Kriege ich direkt auch schon wieder Nachschub. Alter, das ist aber ein Dicker hier. Alter, geht's noch? Mit seinem fucking Kopf haut er zu. Zack. Motherfucker. Leichte Betäubungskombination können wir jetzt. Verpiss dich. Verpiss dich. Pfeil und Bogen ist einfach OP. Da reden noch irgendwelche Dorfbewohner. Alter, wo führt uns Aiko hin, Mann? Aiko führt uns hier voll durchs Land der Verpesteten und der Toten. So, ich spüle die jetzt alle einfach mal weg. So, pass auf, hier. Zack. Los. Alle weggespült. Und dass du halt sowas auch machen kannst, finde ich richtig cool, dass sie an sowas gedacht haben. Ah, ich kann da gar nicht durch, sondern ich hätte eh da unten lang gemusst. Ja, umso besser, dass ich da hochgegangen bin und die dann da alle platt gemacht habe jetzt. Hier gibt's Loot, sehr schön. Neuer Sammelgegenstand. Und ich gehe mal oben lang, weil ich glaube, unten müssen wir sowieso dann lang. So, mal kurz hochgeklettert. Also, die brauchen so 3-4 Schläge, bis die gestorben sind. Aber das hat sich gelohnt. Ausdauer erhöht. Nice. Man kann hier auch relativ schnell leveln. Das finde ich eigentlich ganz schön. Oh,
Ach, glatt gemacht. Oh shit. Oh, ich habe keine Kunai. Ah, das wird jetzt schwer. Ah, doch nicht so schwer, wie ich gedacht habe. Alter, was ist das denn? Was zur Hölle ist das denn? Zieht euch das mal rein, was hängt denn da für eine Scheiße? What the fuck? Alter, ist ja geisteskrank. Zieht euch das rein. Schnell weg hier. Ist ja krass. So. Kunai. Da vorne gab es auch noch was. Pfeile. Mann. Wechsel mal Pfeile. Der nächste Samurai. Lügner, du besudelst mit dem Blut von Unschuldigen. Die Idioten, Mann. Die müssten noch einen Samurai erkennen. Das ist mein Pfeil und Bogen. Okay, zweimal in den Kopf geschossen, hat gereicht anscheinend. Tippitoppi. Ey, ich finde das Spiel den absoluten Oberhammer. Gott, ist das gut. Das macht richtig Spaß. Geblockt. Zack, aufgespießt. Zack, zack, abgeblockt. Zack, zack. Tot. Nice. Und es kostet uns nicht mal mehr viel Ausdauer, diese Angriffe auch zu spielen. Also da kommen wir richtig gut durch. Oh, Moment, was gibt's hier unten noch? Müssen wir da lang wahrscheinlich. Dann laufe ich erst hoch. Guck mal, was es da noch so an Loot gibt. Nee, da sind Gegner. Also ich laufe erstmal hier unten lang. Und bei diesem Spiel verliert man echt gerne mal schnell die Zeit. Alter, hat sich schon gelohnt. Ja, auf jeden Fall hat sich das gelohnt. Ein Tempel mit Leben mitgenommen und noch, schaut euch das an, den ganzen Loot da mitgenommen. Da sind wir jetzt dann bestens gewappnet. Zack, 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 alles mitgenommen. Zack, Kunai. Mega. Direkt am Wasserfall. Ist auch. Ich finde das Spiel schön. Es gibt ja sehr, sehr viele zweidimensionale Spiele und sowas. Ich würde das nicht mal mehr als zweidimensionales Spiel. Das ist definitiv ein dreidimensionales Spiel bezeichnen. Alleine wie das alles aufgebaut und aufgemacht ist. Das ist schon sehr, sehr schön. Und wir spielen auf Schwierigkeit Bushido. Ich denke, man könnte auch locker noch mal eins schwerer spielen. Und ich bin inzwischen relativ versiert, was das Blocken angeht. Würde ich jetzt mal behaupten. Hier, friss meine Kunai. Alle vier Kunai gefressen. Und seit langem jetzt mal wieder ein bisschen Leben verloren. Aber wir kriegen es halt da schon wieder direkt aufgefüllt. Bushido to koko ni sessha ni wa gesenu. Ika ni shite kono yona? Wakatte oru. Washira mo mina michi o nakushita. Nanto. Mura hitotsu ushinawareta to demo mousu no ka? Sou kamo shirenu. Moshiku wa tada no gensou ka? Sonata no kotoba wa douri ni kanawanu. 頼む。何が起きたのじゃ。進むのじゃ、武士よ。望みを捨てるでない。
拙者の言い分は聞いてもらえぬだろうが、お主を傷つけるつもりは毛頭ござらん。一度は図られた身、二度はない賊よ。頼む。拙者もお主と同様に嘆いておる。敵は同じである。共に力を合わせようぞ。化け物、貴様は全てを奪った。拙者のうち同志、誇りまでも。お主は思い違えて。今よくわかった。貴様の死のみが拙者の思いに幕を引く。拙者は前へ進まねばならぬ。何があろうとも。アイコ、どこへ行く？落ちる！お前は落ちる！この湖は泳ぐには深く冷たい。荒神のようにおろそかな言い方であるが、こと足りよう。
Du hast deinen Eid gebrochen? Wir sind derjenige, der den Eid definitiv am wenigsten gebrochen hat. Sag. Ganz langsam. Oh, ich block doch! Oh, ich block doch, verdammte Axt. Dann nochmal. Boom. Tschüss. Nein! Warum dreht er sich denn nicht um? Warum dreht er sich nicht um? Ich verstehe es nicht. So, boom, in your face. Alter! Gerade richtig den Arsch versohlt. Alter, ich krieg richtig den Arsch versohlt. Also, ich muss mehr. Und vor allem im richtigen Moment blocken. So, 3, 2, Risiko. Boom. Das war knapp. Ja, die Waffe ist witzig. Wir müssen auf jeden Fall noch eine kriegen, weil noch eine der Pfeiltasten haben wir frei. Ah, und es gibt direkt einen Schrein, ne? Ey, das haben die so gut gemacht. Und dann würde ich sagen, gehen wir weiter in der nächsten Folge, nachdem wir hier gerade alle abgeschlachtet haben und abgeschossen haben. ich würde mich freuen. Danke für deine Unterstützung. Lass mir gerne ein Like, einen Kommentar, ein kostenloses Abo da und bis zum nächsten Mal. Track to Yomi. Bis dann. Tschüss.